Ein gesunder Darm trägt wesentlich zum Wohlbefinden bei. Und ein unbeschwerter Alltag gelingt nur, wenn der Darm richtig funktioniert. Ja, ein gesunder Darm ist sehr wichtig. Wir wissen von den Krebserkrankungen des Magen-Darm-Traktes sehr viele Risikofaktoren und wir können aktiv etwas dagegen tun. Wir können aktiv vorbeugen. Wir können etwas tun für die Magen-Darm-Gesundheit. Ein gesunder Lebensstil ist hierbei das A und O. Wer sich ausgewogen ernährt und auf regelmäßige Bewegung achtet, kann bereits vielen Darmkrankheiten vorbeugen. Neben Vermeidung von Alkohol und rotem Fleisch oder dieses eben nur in geringen Mengen, sollte man sich vorwiegend auch von pflanzlichen Nährstoffen, Nahrungsmitteln ernähren. Weil eben wir schon wissen, dass eine ballaststoffreiche Ernährung, das bedeutet so 30 bis 35 Gramm Ballaststoffe pro Tag, was wir in Gemüse, in Obst und so weiter finden, dass es gut ist für unsere Darmflora, gut ist für unser Mikrobiom und vor Krankheiten schützen kann. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sowie regelmäßige Toilettengänge ohne Zeitdruck halten den Darm auf Trab und sind wichtig für die Darmgesundheit. Also was ein guter Abbau von diesen Stressfaktoren ist, ist natürlich die regelmäßige körperliche Bewegung, ist der Sport. Man sollte sich Zeit nehmen zum Essen, nicht zu hektisch essen, das ist ganz arg wichtig, man sollte gut kauen. Und letztlich wissen wir, dass guter Stress, also ein bisschen etwas ist ja notwendig, dass wir sozusagen auch Aufgaben bewältigen, uns eher gut tut, aber eben negativer Stress, was unsere Psyche sehr belastet, das schlägt sich letztlich auch auf den Darm nieder. Damit das gar nicht erst passiert, empfiehlt es sich außerdem, regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge zu gehen.